In Deutschland sind etwa 2,3 Millionen Menschen abhängig von Medikamenten und viele fangen damit schon als Jugendliche an. Alles ist egal. Es geht nur um diesen Moment, weil alles extrem schön ist. Man wünscht sich in diesem Moment einfach nur, dass es immer so bleibt. Eine große Rolle spielen dabei Benzodiazepine, auch Benzos genannt, und Opioide. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Tilidin oder Codein gehört. Oxycodon, Koks, PEP, Codein, alles Mögliche halt einfach. Und dann habe ich halt jetzt halt einfach vor einiger Zeit gedacht so, nee, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe damit. Das spielt auch eine Rolle im Hip-Hop, zum Beispiel von Tilo. Alpra im Mund, ich nehm die Drugs, sind nicht gesund, mach mich dumm, ohne Grund, leb mein Leben, sollte ich sterben damit, jo. Für diesen Film treffe ich junge Menschen, die mir von ihren Erfahrungen mit Medikamenten berichten. Ich will herausfinden, woher kommt der Trend und was macht das mit ihnen? Ich bin unterwegs zu Maurice. Der ist 18 und heißt eigentlich anders. Was ich euch aber sagen darf, ist, dass er in Sachsen lebt, eine Ausbildung macht und noch bei seinen Eltern wohnt. Maurice hat eine Medikamentenabhängigkeit entwickelt, als er noch minderjährig war. Wann bist du das erste Mal damit in Kontakt gekommen? Das war im Sommer 2021. Und ja, da hat halt ein Freund von mir Xanax, in Deutschland nennt man das auch Alprazolam, bei einem Dealer gekauft. Und ja, dann hat er sich halt insgesamt dann 4 Milligramm geschmissen. Und ja, ist dann halt im Krankenhaus gelandet, weil er dann fast dehydriert wäre. Was Maurice und seine Freunde nicht wissen, die Tabletten sind mit Fentanyl gestreckt, einem starken Schmerzmittel. Dem Freund geht es sehr schlecht. Aber er überlebt, anders als 102 Menschen, die 2021 im Zusammenhang mit Fentanyl gestorben sind. Maurice raucht zu diesem Zeitpunkt schon regelmäßig Gras, nimmt am Wochenende Ecstasy. Aber sich mit Medikamenten zu berauschen, das hat er noch nicht gemacht. Doch trotz der lebensgefährlichen Erfahrung seines Freundes probiert er selbst welche aus. Aus dem Grund, weil ich halt aufgrund von Depressionen und Angststörungen und Dingen, die mir halt im Kopf passieren, manchmal einfach Momente habe, in denen ich gesagt habe, ja, ich brauche jetzt was, um mich entspannen zu können, damit mein Kopf mal nicht durchgängig auf 120% arbeitet, sondern ich auch mal 40% abschalte. Eine befreundete Krankenschwester arbeitet in einer Klinik, lässt dort das Opioid Tilidin mitgehen. Sie verkauft Maurice das starke Schmerzmittel, das eigentlich verschreibungspflichtig ist. Dir wird halt auf einmal extrem warm um die Beine, um deinen Körper und du fühlst so ein Glücksgefühl in deinem Magen. Und generell wie als wärst du in Watte sozusagen eingerollt. Und man ist extrem gut gelaunt und könnte gerade alles machen. Es ist komplett egal, alles ist egal. Es geht nur um diesen einen Moment, weil alles extrem schön ist. Ja, und man wünscht sich in diesem Moment einfach nur, dass es einfach immer so bleibt. Maurice ist auf den Geschmack gekommen, will noch mehr ausprobieren. Der damals 17-Jährige macht sich an der Hausapotheke seiner Mutter zu schaffen. Hier findet er Tavor und Lorazepam. Das sind Beruhigungsmittel, Benzodiazepine, kurz Benzos genannt. Bei Stress sind die Neuronenmembranen im Gehirn erregt. Das zeigt die rote Fläche rechts. Linderung verschaffen die grünen Chloridionen, CR. Neben der roten Fläche ist ein oranger GABA-Rezeptor. Wenn der körpereigene Stoff GABA dort andockt, öffnet sich der Chloridkanal im hellgrünen Rechteck nur leicht. Doch wenn auch noch die blauen Benzos am Rezeptor andocken, weitet sich der Kanal. Viele Ionen entspannen die Neuronenmembran. Sie wird dunkelgrün. Doch die Wirkung hält je nach Medikament nur ein paar Stunden bis maximal einen Tag an. Danach können die Symptome, die man eigentlich lindern wollte, wiederkommen. Wer deshalb zu oft hintereinander Benzos nimmt, kann nach nur wenigen Wochen süchtig werden. Maurice konsumiert über Monate. Er beliest sich in Internetforen, erweitert seinen Kreis an Dealern, probiert immer mehr verschiedene Medikamente aus. Und das meistens ganz alleine für sich, hier in seinem Zimmer. Doch dann versucht er, die Benzos abzusetzen. Die Wirkungen dann, wenn man es absetzt oder halt nicht mehr nimmt, liegt darin, dass man dann erst recht Ängste bekommt. Wenn man einmal auf Benzos ist und die dann Ängste lösen, kriegst du noch viel schlimmere Ängste, wenn du sie nicht mehr nimmst. Deswegen muss man die dann immer wieder öfter nehmen, damit die Ängste einfach verschwinden.
Maurice vertraut sich seinen Freunden und seinen Eltern an und sie suchen gemeinsam professionelle Hilfe. Ich kann mit seiner Mutter sprechen. Wie blickt sie heute auf diese Zeit zurück? Also, ich muss sagen, ich war total naiv. Ich habe nicht gewusst, was im Netz abgeht, dass man sich alle Infos holen kann, wie man Medikamente missbrauchen kann, welche Medikamente mit anderen Medikamenten zusammen noch einen super-duper Trip ergeben. Das habe ich nicht gewusst. Also, ich kann allen Eltern nur empfehlen, sich zu informieren, darüber zu lesen. Maurice ist schon mehrmals rückfällig geworden. Das belastet die Familie. Ich habe jedes Mal Angst. Also, ich habe Angst um ihn, dass er eben zu viel nimmt. Und ich möchte nicht diese Situation erleben, dass er in seinem Bett liegt und entweder ich oder seine Geschwister, mein Mann, wie auch immer, finden ihn in diesem Zustand oder eben in gar keinem Zustand mehr. Davor habe ich Angst. Aber ich denke, so wie es momentan ist, sind wir auf einem guten Weg. Auch wenn es gerade bei jungen Leuten einen Hype um Benzos und Co. gibt, Medikamentenmissbrauch ist nicht auf eine Altersgruppe allein beschränkt. Und es ist kein neues Phänomen. Denn die Wirkstoffe gibt es schon seit den 60er Jahren. Deshalb werfe ich mal einen Blick in die Archive des Fernsehens. Hier berichtet zum Beispiel Radio Bremen über die industrielle Herstellung von Valium. Dieser Handelsname war in der Bundesrepublik weit verbreitet. Auch im DDR-Fernsehen waren Benzos ein Thema. Zum Beispiel im Wissenstalk-Format AHA. Der angenehmen und beruhigenden Wirkung der Benzodiazepine steht aber ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial gegenüber. Ihre dauernde Einnahme kann zur Abhängigkeit führen. Die Reporterin ist dann auch in einer Apotheke und lauert da Leuten auf, die Benzos kaufen. In dem Fall heißt das Präparat Benidorm. Sie kaufen hier Benidorm. Warum kaufen Sie die? Weil ich abends nicht einschlafen kann zurzeit. Nur zurzeit oder nehmen Sie die öfters? Ach, nicht immer. Hin und wieder mal. Leiden Sie an Schlafstörungen? Nee, eigentlich nicht. Warum kaufen Sie dann die Tabletten? Kann ja sein, dass man mal wach wird. Zu DDR-Zeiten haben sich viele Frauen um die Familie gekümmert und gleichzeitig Vollzeit gearbeitet. Und um mit dem Stress klarzukommen, haben manche von ihnen zu Medikamenten gegriffen. Und auch heute zeigen die Statistiken, Frauen werden doppelt so oft Benzos verschrieben im Vergleich zu Männern. Aber wie ist das mit den jungen Frauen? Um das herauszufinden, treffe ich Emma. Die ist 18 und geht noch zur Schule und lebt in Leipzig. Und ich bin mit ihr an dem Ort verabredet, wo sie das erste Mal Drogen genommen hat. Und dann meinten die, ja, hast du Lust, was zu nehmen? Und dann dachte ich mir so, ja, das kann ja nicht so schlimm sein, wenn ich eine halbe Tablette jetzt nehme. Doch dabei bleibt es nicht. Emma hängt mit älteren Jungs ab. Manche drängen sie, auch andere Substanzen auszuprobieren. Der Konsum wird häufiger, ist schon bald ein normaler Teil der gemeinsamen Freizeit. Ihre damals beste Freundin landet sogar wegen Heroin in einer Klinik, erzählt sie mir. Eigentlich eine abschreckende Erfahrung, doch Emma konsumiert weiter. Oxycodon, Koks, Pep, Codein, alles Mögliche halt einfach. Und dann habe ich jetzt halt einfach vor einiger Zeit gedacht so, nee, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe damit. Es hilft mir nicht psychisch. Mir geht's noch schlechter damit. Doch die Verführung ist immer präsent. Und auch wenn Emma es schafft, zeitweise für ein paar Wochen clean zu bleiben, wird sie bald wieder rückfällig. An ihrer Seele geht das nicht spurlos vorbei. Ich denke, wenn ich keine Drogen genommen hätte, dann wären vielleicht meine Depressionen nicht so schlimm geworden. Aber vor allem auch in der Schule, weil man hat keine Motivation mehr, dahin zu gehen. Ist dir einfach egal. Auch wenn du, keine Ahnung, vor 5 Tagen Drogen genommen hast, ist der immer noch in deinem Körper und vor allem in deinem Kopf. Und dann denkst du dir so, ja, scheiß drauf. Es ist dir einfach komplett egal. Du hast keinen Plan für die Zukunft, gar nichts. Eine Gemeinsamkeit haben viele Freundinnen und Freunde von Emma. Die Liebe zur Musik. Vor allem in modernen Rap-Songs sind Benzos und Opioide ein Thema.
Und natürlich ist halt so, Musik verbindet man dann, wenn man die auf diesen Drogen hört, halt mit diesen Drogen. Und je nachdem wie, denkst du eigentlich auch ganz Cooles zu machen irgendwie. Aber einen richtigen Impact, also natürlich, man kennt die ganzen Sachen, aber ich habe mir nie gesagt, ich möchte es ausprobieren, weil die das rappen oder so. Für diesen Film werde ich Emma später noch einmal wieder treffen. Seit einigen Jahren ist Hip-Hop die populärste Musikkultur der Welt. Viele junge Menschen orientieren sich am Lifestyle ihrer Idole. Und da gehört mitunter auch Medikamentenmissbrauch dazu. Am Stadtrand von Hamburg treffe ich Tilo. Er ist 21 und Rapper. Opioide, kodeinhaltiger Hustensaft und Benzos hat er nicht nur genommen, er rappt auch darüber. Tilo hat im Alter von 16 Jahren eine Panikstörung entwickelt, traut sich auf einmal kaum mehr unter Menschen, erzählt er mir. Im Internet findet er einen scheinbar einfachen Ausweg, Benzos. Die besorgt er sich und sie helfen ihm auch, am Anfang. Und wenn du dann so eine Pille hast, die du nimmst, und die gibt dir das komplett wieder, so du nimmst die und 40 Minuten später bist du der sozialste Mensch überhaupt und kannst in riesen Menschengruppen rein und alles ist, dieses Panikgefühl existiert gar nicht mehr, dann ist das eigentlich gefühlt safe, dass du süchtig wirst. So, weil es ist halt wirklich ein immenser Teil im Leben, so klarzukommen mäßig in der Öffentlichkeit. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es eine große Kontroverse um seine Person. Vor allem deshalb, weil er so viel über Drogen und Medikamente rappt. Die meisten seiner Songs handeln davon. Warum das so ist, frage ich ihn. Weil das das Main-Thema meines Lebens ist, ne? Also ich glaube, das ist bei jedem Suchtkranken so. Es geht ja jeden Tag nur darum, so mäßig. Und ich behandle meine Musik halt einfach wirklich das, was bei mir im Leben abgeht. So, ich habe kein Image oder so, ich bin einfach Tilo und die Leute wissen, was bei mir abgeht. Und keine Ahnung, jetzt zum Beispiel gerade bin ich ja, also Benzos ist ja jetzt gar kein Problem mehr bei mir eigentlich. Also so, ich konsumiere zwar noch, aber ich konsumiere wirklich nur noch bei Live-Shows. Über soziale Medien wie Instagram lässt er seine hunderttausenden Followerinnen und Follower an seinem Leben teilhaben. Die bekommen dadurch auch einen Einblick in seinen Drogenkonsum und seinen Kampf gegen die Sucht. Die betrifft auch sein Umfeld. Digga, ich habe auf einer Baustelle gelebt mit Ratten und so, nichts gefressen, alles war am Schimmeln und so. Aber egal, Bruder, du hast 8 Pillen im Kopf jeden Tag. Ist alles gut, Digga, ist alles easy, mach ich alles. Und, vergisst alles in deinem Leben, bist kompletter Zombie. Das ist auf Benzos so und das ist für die Außenmenschen um dich rum, für dein Umfeld sehr, sehr schlimm. Du machst sehr eklige Sachen und so. Es ist nur wichtig, dass es dir gut geht. Dein ganzes Umfeld wird verletzt und so. Und bei Opiaten ist es so, du kommst eigentlich schon klar, du vergisst halt nicht unbedingt alles. Du bist schon im Leben aktiv. Aber körperlich fühlst du dich jeden Tag, als würdest du sterben gefühlt. Also ich bin jeden Tag aufgewacht, es war ganz normal, dass ich in einem Schweißbett liege und sofort kotze und so. Nachdem er im Sommer letzten Jahres seinen Entzug hinter sich gebracht hat, ist er wieder rückfällig geworden. Warum ist es so schwer, clean zu bleiben? Suchtkrank zu sein ist crazy, so, das bleibt für immer. Ich bin zwar jetzt gerade nicht am Konsumieren, jetzt seit 3-4 Wochen oder so wieder und fühle mich wieder lebendig, alles ist geil und so, ich wache morgens auf, alles ist top. Aber ich weiß, dass wahrscheinlich irgendwann der Tag kommt, wo ich vielleicht auch wieder rückfällig werde. Tilos aktuelle Platte Percocet Party ist auf Platz 3 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Eine Single hat sogar Platinstatus erreicht. Percocet ist ein opioidhaltiges Medikament, das nur bei sehr starken Schmerzen verschrieben werden darf. Ich schaue mir das Video zur gleichnamigen Single zusammen mit Tilo an. Also du sprichst da ja von einer Party. Und wenn ich jetzt an eine Party denke, dann tanzen da Leute oder so gut drauf oder so. Aber für mich sieht das so aus, als ob ihr da schon im Sitzen einpennt. Das ist auch ein bisschen so die Ironie dahinter. Das ist so nicht wirklich, also auch mein Album, die Percocet Party, das ist mäßig einfach so gemeint, so auf den Lifestyle bezogen, den man da lebt. Das jetzt, also das ist keine Party, nein. Das ist ein Haufen Junkies, denn die einfach rumliegen, die wirklich mit dem Handy in der Hand einschlafen. So. Ist der 21-jährige Tilo ein Vorbild für seine zum Teil noch minderjährigen Fans? Ich würde sagen, auf einer Seite ja, weil wer richtig hinhört, der checkt schon, dass ich da nicht sage, haha, Drogen geil, oh man, nimmt alle Drogen und so. So, keine Ahnung, hör halt richtig hin, Digga, ich drop bald einen Song, warte, Digga, ich zeig dir ein bisschen was davon. Okay. Hör dir das an, das ist ja wohl keine Drogenglorifizierung, sondern genau das Gegenteil. Warum schwitze ich so? Warum
verschwinde ich nach dem Aufstehen direkt aufs Klo. Warum ist die Sprite so rot? Bitte mach mich einfach tot. Nein, ich kann nicht mehr, ich will Gas stoppen. Sind die Pints hier leer, hab ich Pillen im Kopf. Es zerreißt mich in rechter Hand, zittert die Glock. Kam mit Dicken ins Game, denn wir kommen aus den Blocks. Ja, ich lieg im Bett, bin scheiß gebadet. Ich bin fuck, ich bin wach. Denn wenn dein Körper sich nach Sterben anfühlt, gibt's keinen Schlaf. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja komplette Gegenteil von Drogenglorifizierung. Mhm. Deswegen weiß ich nicht. Also ich bin safe überhaupt, also trotzdem auch kein perfektes Vorbild, Digga, überhaupt nicht. Aber also immer dieses Thema Drogen, Drogen, Drogen und der verherrlicht Drogen bis zum geht nicht mehr. Nein, dann hör halt einfach mal hin, Bro. Mhm. So, das ist nicht so. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Also ich habe auch hingehört und ich fand die Message gut. Ja, das hat mir gefallen. Danke. Für viele ist Realness im Hip-Hop wichtig. Sie messen Rapper daran, dass das, was sie rappen, auch im echten Leben stimmt. Tilo hat das auf eine radikale Weise verinnerlicht. Wenn er seinen Drogenrausch genießt, findet das genauso in seiner Musik statt wie die Schattenseite, die das mit sich bringt. Eine Kontroverse, die sich offenbar medienwirksam vermarkten lässt. Zum Abschluss unseres Interviews möchte Tilo den Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine Botschaft mitgeben. Stay away von den scheiß Medikamenten, so generell von allem, Alter. Ja, ist auf jeden Fall der bessere Weg, auch wenn ihr in der Musik immer hört, Drogen, 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 that's not the way, wirklich nicht. Ein Thema geht mir nicht aus dem Kopf, die Corona-Pandemie. Welche Rolle hat die gespielt? Hat der Medikamentenmissbrauch bei jungen Menschen zugenommen? Zuerst einmal die Ausgangslage. Laut Bundesgesundheitsministerium sind 2,3 Millionen Menschen in Deutschland medikamentenabhängig. Zum Vergleich, das sind 700.000 mehr als die Alkoholsüchtigen. Das sind nämlich ca. 1,6 Millionen Menschen. Während die Verschreibungen bei den Erwachsenen seit einigen Jahren sinken, steigen sie im gleichen Zeitraum bei den Jugendlichen an. Wenn die Leute ein Privatrezept haben und damit Medikamente selbst bezahlen, bekommen die gesetzlichen Krankenkassen das nicht mit und können es in ihren Statistiken auch nicht ausweisen. Liegt die Dunkelziffer also viel höher? Maurice, den wir am Anfang kennengelernt haben, ist zu einer Suchthilfe-Beratungsstelle gegangen und hat seinen Konsum mit deren Hilfe deutlich reduziert. Es gibt aber auch einige Menschen, denen das nicht gelingt. Für sie ist eine geschlossene psychiatrische Einrichtung der letzte Ausweg. Und ich bin jetzt unterwegs zu einer, und zwar an der Uniklinik Halle. Hier kann ich Joshua kennenlernen. Dass der eigentlich anders heißt, könnt ihr euch ja jetzt schon denken. Joshua hat vor allem Benzos öfter und länger genommen als Maurice oder Emma. Das hat sich auch auf sein Gehirn ausgewirkt. Viele Fähigkeiten, die für mich ganz alltäglich sind, muss er hier nochmal neu lernen. Ergotherapeutin Anke Nowak kann ihm dabei helfen. Sie leitet die heutige Übung an und ich darf mitmachen. Wir trainieren die kognitiven Fähigkeiten, das heißt also Konzentration, Ausdauer, Merkfähigkeit und das über das Handwerk. Wir bieten also ganz verschiedene handwerkliche Techniken an. Die Techniken kann sich der Patient wählen, aussuchen, finden wir auch sehr wichtig für seine Entscheidungsfindung. Und hier sehen wir auch bei diesem Vogelhäuschen ganz speziell im Holzbereich eine selbstständige Handlungsplanung und Umsetzung, damit es draußen im Alltag auch wieder klappt. Mhm. Alles klar, dann legen wir mal los, ne? Okay. Die Klinik ist Joshuas letzter Ausweg. Also wegen Benzos bin ich hier, wegen meinem Benzoentzug. Also ich habe schon von meiner Ärztin länger Benzos so bekommen, so zum Runterdosieren und so. Wir wollten das erstmal draußen machen, aber ich habe es so nicht hinbekommen. Ich habe es versucht und so und nach spätestens einem Jahr musste ich dann halt in die Klinik gehen. Das war der Deal so. Ja, und jetzt bin ich ungefähr 3 Jahre Benzo-abhängig, circa. Ich weiß es halt nicht ganz genau. Wer lange auf Benzos ist, kann sein Zeitgefühl verlieren. Joshua hat noch mehr verloren. Seine Beziehung und die mittlere Reife. Um sich auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben, sollte er Probe arbeiten. Doch da kam er so oft zu spät, dass der Betrieb ihn gekündigt hat, erzählt er mir. Benzos sind einfach der Teufel. Das würde ich niemandem raten auf der Welt, das auszuprobieren. Ne? Sogar wenn man Ängste hat oder so, dann lieber halt mit anderen Sachen probieren und so, als mit Substanzen. Auf jeden Fall nicht Benzos. Benzos machen einfach, stumpfen die Gefühle ab und alles. Du kannst halt keine Liebe mehr empfinden und keinen Hass und so und die ganzen positiven Sachen auch nicht mehr.
Sogar wenn irgendwelche schlimmen Sachen passieren, es ist hier egal, du machst trotzdem weiter. Der größte Fehler in meinem Leben so, die schlimmste von allen Substanzen, auf jeden Fall mit Riesenabstand. Psychiater Michael Brütting ist hier Oberarzt. Die steigenden Verschreibungszahlen deuten einen Trend an. Immer mehr Jugendliche nehmen Benzos und Opioide. Dr. Brütting sagt, die Corona-Krise könnte ein Auslöser dafür gewesen sein. Also da gehe ich davon aus, und das zeigen auch die Studien, dass das keinen guten Einfluss hatte. Und gerade so im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sieht man ja auch, dass die Behandlungszahlen auch exorbitant hochgegangen sind. Wenn Jugendliche Benzos missbrauchen, ist das oft nicht das einzige Problem. Mein Eindruck ist so ein kleines bisschen, dass ich das schon jetzt selten isolierte Benzodiazepinabhängigkeiten auftreten bei jungen Menschen, sondern das doch häufig so in dem Kontext von ich nehme Upper, ich nehme Downer, ich reguliere das eine mit dem anderen. Also da schon auch so ein größerer Kreis von Substanzen dann meistens zusammen eine Rolle spielt. Damit es gar nicht erst so weit kommt, hat Dr. Brütting einen Vorschlag. Prävention. Und das ist auch was, was uns sehr, sehr viel Kraft und Geld kostet, dass das so vernachlässigt wird. Also aus meiner Sicht müsste man halt schon sehr frühzeitig in der Schule anfangen, noch mehr Psychoedukation und Wissen über Gesundheit Heranwachsenden zu vermitteln oder auch schon im Kindergarten da sehr frühzeitig anfangen. Also das geht ja mit gesunder Ernährung los und geht aber natürlich über solche Sachen wie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Stress und Entspannung, wie man mit seiner Psyche umgeht. Das ist natürlich ein Feld, was mich sehr beschäftigt. Geht das weiter? Was ist Selbstbewusstsein? Wie kann ich mich davor schützen, dass mein Selbstbewusstsein Schaden nimmt, wenn ich beispielsweise Mobbing unterlegen bin und. Ich interessiere mich für den Schwarzmarkt abseits von Ärzten und Apotheken. Deshalb treffe ich Christian. Der versorgt Dealer mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ich mache mich auf den Weg zu ihm. Um seine Anonymität nicht zu gefährden, dürfen die Dreharbeiten nicht auffallen. Hallo, hier ist der Milan. Jo, servus. Und ich verkaufe hier und da ein paar Medis, so ein paar Benzos, ein paar OPs. So alles auf Bestellung an Leute, die das dann weiterverleiten. Wie kommst du daran? Stellst du das selber her oder wie? Nee, ich habe da eine zuverlässige Quelle. Und das sind offizielle Produkte, die pharmazeutisch vertrieben werden. Und da gibt es Mittel und Wege, um da ranzukommen. Was für Mittel und Wege sind das? Das möchte ich nicht drüber sprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie geht diese Bestellung ein bei dir? Und wie lange brauchst du, um die zu erfüllen? Und über welche Mengen oder Margen reden wir da? Also ich treffe mich mit meinen Leuten. Und wenn die einen Bedarf haben, sagen sie mir, was sie brauchen. Und dann gehe ich zu meiner Quelle. Das dauert dann in der Regel 1 bis 2 Werktage, bis es dann da ist. Und die Margen, das könnte mal eine Packung von irgendwas sein. Es könnte mal 10 Packungen von irgendwas sein. Vielleicht auch mehr. Also so in der Regel 10 bis 15 so. Bestellung von einer Sorte. Also könnte sein, dass er jetzt sagt, ich brauche 10 Packungen Alprazolam und ich brauche 5 Packungen Lorazepam und 2-3 Packungen Tilidin so, und dann geht das alles einen Ruck. Und wie viel musst du denn dann für die Bestellung ausgeben? Also so im Durchschnitt im Einkauf? Wie viel? Ja, das ist halt abhängig vom Medikament dann. Aber was du jetzt gerade zum Beispiel so aufgezählt hast, wenn das eine durchschnittliche Bestellung ist, wie viel kostet dich das? Ja, das wären vielleicht, muss ich kurz rechnen, also 700 bis 1000 Euro so im Einkauf. Und das musst du in bar da haben? Ja, genau. Und dann, wie geht das dann weiter? Ja, und dann hole ich das ab, bezahle das und dann bringe ich das zu der Person, die das braucht. Und dann kriege ich ein bisschen mehr dafür. Und das war's. Angenommen, du kaufst jetzt, da kann man ja so leicht mit rechnen, angenommen, du kaufst jetzt für 1000 Euro diese Bestellung ein. Ja. Für wie viel verkaufst du die dann weiter? Das ist unterschiedlich, je nachdem, an wen das geht, welche Beziehungen zueinander stehen. Und ja, davon hängt es halt ab. Und in der Regel, weiß ich nicht, 50 bis 100% Aufschlag.
Und hast du das jetzt gerade hier? Ich habe kurz was da, ja. Würdest du mir das mal zeigen? Teile davon kann ich dir zeigen, ja. Okay. Okay. Ich geh's mal eben holen. Mhm. Ein bisschen unwirkliche Situation für mich gerade. Also das ist jetzt nicht alles, aber wir haben jetzt zum Beispiel Tilidin, Alpra zu Lahm, Ronazepam. Sehr beliebt, vor allem Alpra. Und Tilidin auch. Kann ich das anfassen? Ja. Zur Behandlung starker und sehr starker Schmerzen. Wie bei allen Opioiden. In der Regel außer Codein erst zum Husten, aber Opioide sind ja immer zu Schmerzen. Apotheke, Opiate, alles auf Rezept. Fentanyl, Oxycodon oder Subutex. Ja, die Sucht übernimmt, Kunden brauchen es. Scheine eingesteckt und ein Lächeln aufgesetzt. Christians Abnehmer nennt sich Roger und ist Drogendealer. Er handelt sonst mit Marihuana und Konsumgütern aus der Partyszene, wie er das nennt. Jo, moin. Ja, moin. Alles bekommen? Ja, alles am Start, wie immer. Aber bitte ruhig so. Medikamente sind jetzt in der letzten Instanz dazugekommen, aber funktionieren meines Erachtens stabil am besten. Und ja, vor ungefähr anderthalb Jahren oder so ging das damit los und seitdem wächst es und es werden immer mehr Leute, die Interesse dran haben. Ich muss das Sortiment auch erweitern teilweise, weil man immer wieder neue Medikamente kennenlernt, die interessant für Leute sind und ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Roger kann eine Beobachtung bestätigen, die Dr. Brütting, der Psychiater aus der Uniklinik Halle, auch schon gemacht hat. Dass es mehr und intensiver geworden ist, die Nachfrage, hängt wahrscheinlich schon mit Corona zusammen, weil die Leute einfach aus ihrem Trott raus wollten und so. Und ganz viele Leute hätten es wahrscheinlich auch einfach schon eher bei mir angemeldet oder erfragt, wenn ich schon eher was davon gesagt hätte oder gehabt hätte. Es ging halt wirklich so peu à peu los und weil mal einer mehr gefragt hat und so, und dann dachte ich mir, naja, warum nicht? Aber das war wirklich innerhalb von einer Woche eigentlich fast jeder. Ich war selber überrascht, wie viele Leute halt regelmäßig Medikamente nehmen. Roger sagt, dass seine Kunden zwischen 20 und 40 Jahren alt sind. Unterschiedliche Gesellschaftsschichten seien vertreten. Eine Gemeinsamkeit bei vielen, sie hätten Stress auf der Arbeit und wollen abends runterkommen. Seit Roger Benzos und Opioide in seinem Sortiment hat, ist das zu einem wesentlichen Bestandteil seines Geschäftsmodells geworden. Es ist einer der stabilsten Einnahmequellen. Definitiv, was mein Sortiment angeht. Ich würde sogar sagen, noch beständiger als alles, was nach Gras kommt. Also ich würde sagen Marihuana, Tabletten und der Rest. Ich könnte mir denken, dass die Leute sich deshalb so oft und regelmäßig an dich wenden, auch wenn sie vielleicht wissen, dass es gerade unpassend ist, dass manche von denen vielleicht auch abhängig sind von den Sachen, die du ihnen verkaufst? Wenn mal nichts da ist, geht es um Leben oder Tod. Von ihrer Seite aus. So, also man kann Leuten nicht helfen, die ihr Problem oder ihren Fehler nicht einsehen wollen. Für viele UserInnen ist der Besuch beim Dealer nur die letzte Wahl, um an Drogen oder Medikamente zu kommen. Denn die gibt es auch im Darknet. Da muss man sich aber ein bisschen reinfuchsen und es ist nicht gerade praktisch. Deswegen nutzen viele Leute verschlüsselte Messenger-Dienste, die man zum Teil sogar kostenlos auf dem Smartphone installieren kann. Ich habe die App auf dem PC. Und ich mache den jetzt mal auf. Ich sage euch jetzt mal nicht, welcher das ist, damit ihr das nicht alle ausprobiert. Im Chat schickt mir mein anonymer Gesprächspartner eine Wallet-Adresse. Das ist eine Kombination aus insgesamt 42 Zahlen und Buchstaben. Damit ich Kryptogeld dahin schicken kann, muss ich mir selbst auch ein Wallet anlegen. Dafür brauche ich eine kostenlose App, die ich einfach auf dem Handy installieren kann. Das dauert keine 5 Minuten. Und klicke jetzt hier auf Senden.
und zack ist es gesendet. Das heißt, sobald er das Geld bei sich sieht, wird er, so stelle ich mir das vor, das abschicken an mich. Und ich gucke dann in meinem Briefkasten, ob das da ist. Alprazolam für 25 Euro 10 Tabletten. Verschreibungspflichtiges Benzodiazepin. Die Jugenddrogenberatung Klick in Leipzig. Bevor Emma hier gleich einen Termin hat, kann ich ein Interview mit Sozialpädagoge Matthias Rost führen. Er arbeitet hier schon seit 22 Jahren als Suchttherapeut und erzählt mir, warum viele Jugendliche Medikamente für weniger gefährlich halten als andere Drogen. Die Verharmlosung ist bei den Substanzen relativ hoch, weil natürlich die Medikamente immer dieses Gefühl haben, die sind ja industriell hergestellt, die können ja nicht schlimm sein, die sind ja klar dosiert. Also viele Sachen, die so im illegalen Drogenmarkt eine Rolle spielen, gerade als ich unbekannte Wirkstoffkombinationen und so weiter, haben wir in dem Bereich nicht. Und das gibt dem Konsumenten immer so das Gefühl von Kontrolle. Und das ist natürlich eine Illusion so ein bisschen, weil natürlich keiner weiß, wie wirkt es auf mich und auch die Medikamente ja eigentlich einen Grund haben, warum man sie nimmt. Und die meisten Drogenkonsumenten haben ja diesen Ursprungsgrund, eine Erkrankung oder sowas eben nicht. Und das Problembewusstsein ist halt sehr niedrig. Ich bin geschockt, wie einfach es ist, auch abseits von Straßenhandel und digitalem Schwarzmarkt an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen. Die meisten sind wirklich mit gefälschten oder geklauten Rezepten oder Sachen aus dem Internet runtergeladenen Rezept vordrucken, wo dann quasi das Medikament draufgeschrieben wird und ich mir es in der Apotheke einfach kaufe. Erstaunlich, dass einige Apotheken nicht stutzig werden, wenn sich 16-Jährige 3 Packungen Tilidin holen, dass man da nicht mal fragt, ist das okay, stimmt der Name. Also sind einige Apotheken sehr locker im Umgang und das sind auch Apotheken, die bei den Jugendlichen sehr stark gehandelt werden, wo also genau gesagt wird, bei den Apotheken kannst du hingehen, die fragen nicht nach. Die gehen auch oft samstags dann in die Apotheken, wo eben dann quasi der Arzt nicht angerufen werden kann. Dann haben wir natürlich den Bereich der Versandapotheken, die ja mittlerweile auch EU-weit versenden können. Und die ganze Telemedizin in dem Bereich haben wir teilweise sehr lockere Verschreibungen aus dem osteuropäischen Ausland. Jetzt hat Emma ihren Beratungstermin bei Matthias Rost. Vor ungefähr einem Jahr war sie das erste Mal hier. Heute ist es die 7. Sitzung. Früh am Morgen. Ja, alles gut. Mir geht's gut. Also auch mit allem anderen, was ich bisher erzählt habe, dass ich jetzt auch keine Sachen mehr nehme und eigentlich ganz gut. Ich meine, ich smoke halt manchmal noch ein bisschen Ott, also Weed, aber das ist eigentlich ganz legitim im Gegensatz zu früher. Okay, das hat ja dann sich in eine gute Richtung insgesamt entwickelt bei dir. Wo siehst du denn selber für dich aktuell so die größten Risiken, dass es wieder in die andere Richtung kippt? Also da bin ich ehrlich jetzt, es ist halt die Sachen ja immer noch um mich rum, generell durch. Manche Freunde dealen damit und manche konsumieren auch noch was. Und wenn man halt die Sachen vor sich sieht dann und sich denkt, oh, ich habe jetzt einen Zehner in der Tasche, dann muss man halt wirklich denken so, okay, mach das jetzt einfach nicht. Wie oft kommst du in solche Situationen, dass im Freundeskreis konsumiert wird? Ich muss ehrlich sagen, relativ häufig, ja, es kommt schon vor. Mhm. Dein Freundeskreis weiß ja auch von deiner Situation soweit. Ja klar, aber ich bin nicht die Einzige, die aufgehört hat. Es gibt nur noch ein paar wenige, die das machen. Und da versuchen wir auch zu unterstützen. Durch Klarmachen, was das ist. Aber die wissen das natürlich alles. Die wissen das natürlich, dass das die Psyche kaputt macht. Und all sowas. Ein gesundes Leben, frei von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Wenn Emma das will, kann sie das auch schaffen. Das macht ihr Mut, Pläne für die Zeit nach dem Schulabschluss zu schmieden. Sie möchte ihre besonderen Lebenserfahrungen nutzen, um später anderen Betroffenen zu helfen, zum Beispiel in einem sozialen Beruf. Also zutrauen würde ich dir auf jeden Fall, dass du in die Richtung gehen willst. Aber ne, Schritt für Schritt. Ne? Jetzt erstmal. Ja, Schritt für Schritt. Genau, eben jetzt steht erstmal gesund werden und die Schule richtig zu beenden in meinem Fokus. Und danach kann ich mich auch nochmal umentscheiden. Ich könnte auch noch Ausbildung machen oder was weiß ich was. Bei uns in Deutschland bekommen die meisten ihre Medikamente aus der Apotheke. Aber wie prüfen die Rezepte? Und warum ist das E-Rezept immer noch nicht Pflicht für alle? Ich bin in Berlin auf der Suche nach Antworten. Offenbar ein heikles Thema, denn viele möchten nicht mit mir sprechen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände stellt sich meinen Fragen in einem Interview.
Dr. André Said ist selbst Pharmazeut und leitet hier die Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission. Was sagt er zu den gefälschten Rezepten? Mit diesem Muster 16, mit diesem Ausdruck, geht man dann in die Apotheke und erhält das entsprechende Arzneimittel. Das ist ein physisches Dokument, das ist ein Ausdruck, was natürlich dann entsprechend auch fälschungsanfällig sein kann, wenn man es nicht illegalerweise kopiert, abändert oder letztlich selbst erzeugt. Privatrezepte sind noch leichter zu fälschen, denn es gibt kein einheitliches Format. Aber am Ende reicht jedes Schriftstück eines Arztes, der per Stempel dieses Privatrezept ausstellen kann. Insofern ist es ungemein schwieriger für Apotheken und Apotheker, dort Fälschung erkennen zu können im Privatrezeptbereich. Ich frage beim Bundesgesundheitsministerium nach. Warum hat man die fälschungsanfälligen Papierrezepte nicht schon längst abgeschafft? Wann soll das fälschungsresistente, weil digitale E-Rezept Pflicht werden? Eine Antwort auf diese Fragen erhalte ich trotz mehrmaligem Nachhaken nicht. Auch ein Interview könne mir hier niemand geben. Stattdessen heißt es per Mail: Die nächsten Schritte für eine bundesweit verbindliche Einführung des E-Rezepts in den Arztpraxen und Krankenhäusern werden von den Gesellschaftern der Gematik zeitnah festgelegt. Die privaten Krankenversicherer arbeiten ebenfalls daran, ihren Versicherten das E-Rezept zur Verfügung zu stellen. Auch Betäubungsmittelrezepte werden mittelfristig als E-Rezept zur Verfügung gestellt. Das Privatrezept in Papierform bleibt vorerst bestehen, wird aber perspektivisch ebenfalls in einen digitalen Prozess überführt. Was zeitnah und mittelfristig bedeuten, kann oder möchte mir hier niemand sagen. Erinnert ihr euch noch an meine Bestellung via Messenger bei dieser digitalen Schwarzmarkt-Versandapotheke? 5 Tage später habe ich diesen Brief hier bei mir im Briefkasten gehabt. Und den mache ich jetzt mal auf, um zu gucken, was da drin ist und euch das auch zu zeigen. So, das sind 10 Blister und einer davon ist sogar schon geöffnet. Alprazolam, 1 Milligramm. So, und weil ich das genauso wenig haben sollte wie die Lyrika vom Schwarzmarkt, gebe ich das jetzt hier in der Apotheke zur Vernichtung ab. Hallo, ich würde das hier gerne abgeben. Ja, das würden wir dann fachgerecht für Sie entsorgen. Okay, super, danke schön. Ja, ciao. Vor allem während der Corona-Pandemie hat der Konsum von Benzos, Z-Drugs und Opioiden zugenommen. Wenn junge Menschen betroffen sind, ist das besonders schlimm. Für sie selbst, aber auch für die Angehörigen. Professionelle Hilfe gibt es viel, ambulant oder stationär. Aber bevor ein Mensch sich diese Hilfe sucht, muss er erstmal selbst erkennen, ich könnte abhängig werden oder es vielleicht schon sein. Auch wenn Betäubungsmittel illegal sind, weil es immer eine Nachfrage geben wird, wird es auch immer Dealer geben, die das passende Angebot haben. Erst recht im Internet, das niemand kontrollieren kann. Aus meiner Sicht gibt es nur einen Weg für uns als Gesellschaft, damit umzugehen. Wir müssen uns ehrlich machen, über Drogen reden, als Betroffene und mit den Betroffenen. Habt ihr Erfahrungen mit Benzos, Z-Drugs oder Opioiden? Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren, in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren, um kein spannendes Video mehr zu verpassen. So wie den, wo Daniel Tautz der Frage nachgeht, warum vor allem im Osten einige Menschen zu viel Alkohol trinken. Oder den, wo Fabian Held dem schlechten Ruf von Plattenbausiedlungen auf den Grund geht.